Chris Harris als Coach der Eisbären Bremerhaven. Was gibt uns Mut dafür, dass es mit einem Heimsieg klappt gegen Bonn? Mich gibt's Mut, die Fans und die Unterstützung, die wir hier in der Stadt bekommen. Ebenfalls, wie die Mannschaft gerade auf die Niederlage von letzter Woche agiert hat. Also wirklich, wie wir gerade mit dem Kopf in die Sache hart gearbeitet haben und wie wir trainiert haben. Also die beiden Sachen gibt mir Mut. Aber diese Niederlage gegen Tübingen, an der habt ihr lange zu knabbern gehabt. Du hast erzählt, 24 Stunden lang hast du das Spiel analysiert, in einzelnen Bildern auseinandergenommen, hast der Mannschaft das nochmal präsentiert. Das war wirklich bitter. Ja, wir haben wirklich ein Spiel aus der Hand gegeben. Ein Spiel, den wir eigentlich hätte gewinnen müssen. Wir hätten besser rebounden müssen. Wir hätten die Schlussphase da besser kontrollieren müssen. Ja, und das war bitter. Das wollen wir unbedingt wieder gut machen. Wieder mal die Schlussphase. Muss ich als Eisbären-Fan jetzt ab der 30. Minute meine Augen zumachen? Nee, ich glaube nicht. Also das ist wirklich in der Tat ein paar Mal zu oft vorgekommen. Aber gut, gegen Bayreuth waren wir in der Lage, auch ein knappes Spiel zu gewinnen. Und ein paar andere Siege haben wir verwalten können. Wir kriegen das mal raus. Personell alles in Ordnung bei den Eisbären? Doch, die Jungs sind fit, die Jungs sind heiß. Ich gucke immer auf die Tür. Ich hoffe immer, dass da nochmal ein Center durchläuft oder ein neuer Power-Forward. Wie sieht's aus? Erstmal nicht. Also für Sonntag sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, wir sondieren den Markt immer noch. Wir schauen noch, aber noch nichts. Das heißt, als heißer Eisbären-Fan muss ich mich nicht vor die Tür legen. Da wird nichts mehr passieren bis Sonntag. Da läuft mir keiner über den Weg. Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich ist hoffentlich auch der Abstieg der Eisbären. Wir wollen hoffen, dass es klappt mit einem Sieg. Und Olli Riemann, der Sportchef der Nordsee-Zeitung, hat mal ein bisschen gekramt und auch ein bisschen nachgeschaut und hat festgestellt, immer dann, wenn ihr mit blauen Trikots spielt, gewinnt ihr auch eure Spiele. Das heißt, die Eisbären spielen am Sonntag in Blau. Das stimmt allerdings. Irgendjemand in der Orga hat das irgendwie organisiert. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat Bonn gefragt, ob sie in Magenta spielen können. Aber in der Tat spielen wir in Blau. Und gut, wenn das so stimmt, dann noch ein Grund, um Mut zu haben. Aber glaube, ist das ein Thema in der Kabine? Bei den Spielern vielleicht auch? Ach, bei einem Trainer eher nicht. Kann ich sagen, genau. Ich glaube, als Spieler war ich nicht besonders. Aber glaube ich, ich glaube, das ist von Person zu Person abhängig. Aber ich glaube nicht. Ich wusste nicht, dass jemand da wusste, dass wir bisher nur in Blau gewonnen haben. Also ich glaube, das spielt keine Rolle. Euer Topwerfer, der Kyle Fock, hat unter der Woche Geburtstag gehabt, ist 26 geworden. Habt ihr ein Liedchen gesungen? Wir haben tatsächlich ein Liedchen gesungen. Wir hatten sogar die Spieler, unser Kapitän, und die haben da organisiert, dass wir was Süßes da nach dem Training auch genießen konnten. Und wir haben unsere kleinen Mini-Feier hier in der Halle nach dem Training gehabt. Es war ein schöner Tag und wir gratulieren alle Kyle. Und dass er hoffentlich noch viele, viele Punkte macht. Ja, das sehen wir schon, ja. Wie wichtig ist er denn für das Gesamtbild der Mannschaft, der Kyle? Ja, enorm. Ne? Also er ist nicht nur unser Topscorer, er ist auch in der Lage, mal 10 Rebounds oder 10 Assists zu geben im Spiel. Das haben wirklich die wenigsten in der Liga. Wirklich auch sein Abwehr kann mit den Besten in der Liga sein, wenn er da wirklich auch fokussiert ist. Natürlich ein enorm wichtiger Spieler für uns.